Ein Bid'a mit Flügel. So, fliegt man, fliegt. Das ist, dass einige Leute nach Jumu'ah-Gebet nochmal Dhuhr-Gebet, Mittag-Gebet und die Sunna von Mittag und die Sunna Nachmittag alles wiederholen. Und dies geschieht in manchen Ländern, nicht überall. Zum Beispiel in Nordafrika kennen Sie das nicht. Aber das geschieht in Ländern, die behaupten, dass sie nach hanafitischen Madhhab wären. Und das ist eine Bid'ah, möge Allah uns bewahren. Barakallahu fikum. Diese Aussage, Al-Jumu'atu liman sabaq, ist kein Hadith. Das heißt, Jumu'ah-Lohn ist für die Ersten. Das ist kein Hadith, keine Überlieferung, möge Allah uns bewahren. Ich meine, wie könnte, überlegt euch nur, überlegt. Wie könnte der Prophet das gesagt haben? Uns gab in Medina nur ein Jumu'ah. In Medina, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam am Leben war. Wie viel Jumu'ah hat man gebetet? Nur eine. Richtig? Okay. Wie kommt das, dass der Prophet sagt, Al-Jumu'ah ist für die Ersten? Das heißt, die meinen, wenn verschiedene Moscheen sind und die beten Jumu'ah. Deshalb, für die Ersten ist die Jumu'ah. Ja, aber es gab zur Zeit vom Propheten nur ein Jumu'ah. Wie kann er das gesagt haben? Oder manche sagen, der Prophet sagt, Ayufta wa Malikun fil Medina? Der Prophet hätte gesagt, gibt es jemanden, der Fatwa gibt und Malik ist in Medina? Subhanallah. Gab es zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Malik, da hat er das gesagt? Und in Medina? Was ist mit Ibn Abbas und was mit Ibn Umar und was ist mit den Sahaba? Deshalb ein bisschen denken. Deshalb diese Al-Jumu'ah ist kein Hadith. Und diese Sache, dass man sagt, aus Sicherheit beten wir nochmal, das ist Quatsch. Möge Allah bewahren. Und deshalb habe ich gesagt, eine Bid'a mit Flügel. Möge Allah bewahren. Man darf das nicht machen.